Lufthansa hat einen neuen Großaktionär. Eurowings sagt, die Tickets werden wieder teurer. Nochmal 10%. 777-300ER von der Swiss haben alle eine Premium Economy. Lufthansa A350er von Philippine Airlines, der vierte ist gesichtet worden in Lufthansa-Lackierung. Aber dafür sind die 10, die kommen sollen, irgendwie in 2023 mit der neuen Business Class und der neuen First Class, zumindest was die erste Reihe angeht, nicht gesichtet worden. DFB möchte wieder Fan-Hansa. Habe ich noch was? Ach ja, Austrian Airlines hat einen Winterflugplan, ambitioniert. Und wir haben Dearzone. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, ne Mario? Wahnsinn. Kurz zusammengefasst. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Nee, Quatsch, geht ja jetzt los. Geht ja jetzt los. Mein Name ist Mario Hoffmeister. Und das ist dann Lars Korsten. Höchstpersönlich bleibt euch nichts erspart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren an diesem wunderbaren Sonntag. Es ist das Lufthansa Group Update. Aber wie immer natürlich den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, unten kommentieren, ein Like da lassen. Die vier Dinge, damit Mario glücklich und zufrieden ist. Stammtischerinnerung, 21. in Berlin, 22. in München. Natürlich wie immer im Juli. Und unten sind in den Shownotes die Daten. Erstes Thema ist bei Lufthansa Logistikertreffen. Nachdem man ja mit der MSC versucht, die ITA zu bekommen, gibt es jetzt mit Klaus-Michael Kühne einen neuen Großaktionär. Und aus einer Stimmrechtsmitteilung, wie das am Mittwochabend verlautbart wurde, hält seine Gesellschaft Kühne Aviation, KA abgekürzt, 15,01% an der Fluggesellschaft nach bisher 10%. Ja, damit hat Kühne den Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland als größten Anteilseigner abgelöst und überholt. Ne? So ist das, so ist das. Und damit würde er natürlich auch gerne einen Sitz im Lufthansa-Aufsichtsrat bekommen für sich, beziehungsweise eine von ihm benannte Person. Und damit wird Herr Kühne beziehungsweise dann auch sein Unternehmen, denke ich, ein sehr wichtiger Player auch für die Zukunft sein, was die Lufthansa angeht. Und man darf sehr gespannt sein. Herr Kühne ist ja durchaus als sehr, na sagen wir es mal sehr diplomatisch, sehr eigener Unternehmer bekannt, der ja vielfältiges Engagement hat, beim HSV glaube ich auch mal oder immer noch und auch sehr starke eigene Meinungen. Also das dürfte bei der Lufthansa bestimmt für das eine oder andere, ja, für die eine oder andere neue Richtung sorgen. Schauen wir mal. Soll man sagen, handfest? Ja, handfest kann man wohl sagen. Ja, also ein handfester Player. Der Staat hat übrigens 14, irgendwas Prozent noch an der Bude. Ja. Dann geht es direkt weiter zum nächsten Thema, was eigentlich auch von Herrn Kühne kommen könnte. Aber er ist ja nicht jemand, der anfängt zu flehen und zu betteln. Der Jens Ritter von Lufthansa, also der CEO übrigens, der 20 Jahre bei der Lufthansa ist, hat in einem internen Video, ja, im Prinzip ist er ja nach Canossa gegangen. Ne? Also das war Via Dolorosa, Leiden Christi, alles in einem. Muss man so sagen. Also es war ein großes Mea Culpa. Er hat im Grunde zugegeben, dass man in der Vergangenheit doch nicht nur den einen oder anderen, sondern doch vielleicht sogar ein paar strategische Fehler begangen hat, als es halt darum ging, Personal in der Corona-Zeit über alle Maßen abzubauen. Und wir hatten das ja auch schon relativ häufig besprochen. Man hat so den Eindruck, als wäre jetzt diese Reisewelle ein völlig unvorhergesehener Tsunami gewesen. Aber das ist natürlich Quatsch. Also du hast es auch vorhin gesagt, die Buchungszahlen stehen ja schon lange fest. Und wir haben ja mit Ostern und Pfingsten schon zwei kleine Reisewellen gehabt. Und wir erinnern uns ans letzte Jahr, wo es auch schon einen riesen Peak im Sommer gab, als es wieder möglich war zu fliegen.
Aber nichtsdestotrotz ist man sehenden Auges in dieses Chaos geschlittert. Also da ist, denke ich, Absolution, die man erteilen müsste, von dringender Notwendigkeit. Carsten Spohr hatte ja selber auch den Kurs der Entlassungswelle, den er, oder beziehungsweise den goldenen Handschlag oder wie man das auch mal Ja. nennen will. Ich hatte letztens auch eine Diskussion mit jemandem, der meint, das wäre keine Entlassung. Im Prinzip ist es ja eine Entlassung, wenn man jemand sagt, hier nimm Geld, aber verschwinde. Anstatt 130 Leute hat man 380 Piloten genommen. Lustigerweise 380er hat keine Piloten, kleines Zahlenspiel. Ich finde das immer wieder amüsant. Ging es in dem Video ja auch eigentlich an die Mitarbeiter. Und das ist für uns als Passagiere auch mal interessant zu wissen, wie die Gefühlslage bei den Mitarbeitern ist, weil das auch manchmal Verständnis dafür erweckt, warum die Mitarbeiter keinen Bock auf Arbeiten haben. Und ein Riesenthema, was bei der Lufthansa ist, ist das Shutteln. Shutteln heißt, ich bin gebased in Frankfurt, meine Flüge gehen alle ab Frankfurt, aber man wohnt woanders. Aus familiären Gründen, aber es gibt natürlich auch viele Crews, die das sich gar nicht leisten können. Es gibt ja im Umkreis vom Flughafen mehr so Motelcharakter, Wohnungen, wo Betten sind, als Etagenbetten und so weiter, wo man dann halt ist. Aber die Lufthansa hat dieses Problem, naja, erkannt will ich nicht sagen, aber man will jetzt den vieligen Personal unter die Arme greifen, nicht, dass man nur bei Steigenberger Hotel, und das fand ich interessant, einen Rat von 56 Euro hat, nur so als kleiner sachdienlicher Hinweis, Lufthansa-Rat, falls jemand interessiert, ist es halt einfach so, dass man dieses übernehmen möchte. Das sagt dir 56 Euro, naja gut, aber das Problem ist, wenn du ein-, zweimal pro Woche fliegst, dann 56 läppert sich dann auch zusammen. Dann So das ist nächste das. ist, das Shuttle selber muss auch bezahlt werden. Das wird halt vom Arbeitgeber jetzt auch übernommen. Dann kommt ja immer die Frage auf, wie ernährt sich die Crew an Bord? Qatar Airways hat ja sogar jemanden eingestellt, der sich um die Ernährung der Crew Gedanken macht. In dem Fall ist es so, dass die Lufthansa den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die fliegen, erlaubt, natürlich übrig gebliebenes Essen zu essen. Macht ja Sinn. Ich meine, warum soll man das auch wegschmeißen? Ja. Und es gab auch extra Meals, die man als Crew bestellen konnte. Die mussten aber bezahlt werden. Jetzt wird das Ganze auch bezahlt. Ist jetzt nicht so, dass das vorher jetzt so war, wenn alle in der Business Class geflogen sind und gegessen haben, dass sie nichts zu essen hatten. Also es gab immer so Snackboxen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch dran, dass es so eine Pappbox, auch mit Lufthansa-Logo drauf, wo dann Bananen, Ja. Obst, Quark, ich weiß gar nicht, was da alles drin war. Also sehr viele leckere Sachen eigentlich auch. Sowohl gesund als auch ungesund. Und das wird jetzt einfach so nochmal gemacht, dass die Crewmeals kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Was ich spannend fand, war halt wirklich, dass man diesen Tenor, und das Video ist so knapp 4 Minuten lang, dass das eher so einen bettelnden Charakter hatte, wo man eigentlich so wie so ein Bittsteller erstmal die Absolution sich geholt hat, weil man sich entschuldigt, weil man festgestellt hat, man war doof. Das ist jetzt so mein Thema. Und das andere ist halt, dass man dann gesagt hat, aber bitte, bitte kommt wieder. Und der einzige Satz, der in meinen Augen gefehlt hat, war, also wenn Sie bei Lufthansa arbeiten und jemanden kennen, der bei Lufthansa arbeiten möchte, bringen Sie ihn bitte mit. Der kann Ja. sofort anfangen. Also so war das Ja. jetzt. Das war nicht gesagt, O-Ton, aber das war sowas, was gefehlt hat in meinen Augen. Mario, was sagst du? Ja, du hast also absolut richtig. Wobei mit den Shuttle-Kosten habe ich aber so verstanden, dass das nur eine temporäre Maßnahme ist, nicht? Bis Ende des Monats und nicht forever, oder? Genau, das war mit den Shuttle-Kosten, aber auch mit den Übernachtungskosten. War Ja. es Ende Juli oder war es Ende August? Ich habe es jetzt ganz nicht mehr im Ja. Kopf. Das Video zeigen wir aus rechtlichen Gründen nicht. Ja, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz die Aussagen, die dort getätigt wurden, die waren schon ein bisschen nah an der Verzweiflung. Und du hast es ja eben gesagt, also es fehlte nur noch, dass man Prämien auslobt für sozusagen Kollegen, die neue Kollegen ranschaffen. Man muss natürlich sich die Frage stellen, was macht die Lufthansa in der nächsten Krise? Gehen die dann auch alle wieder nach Hause? Also insofern müssten dann natürlich auch mal ein paar Beschäftigungsgarantien irgendwie ausgesprochen werden. Denn wenn die nächste Welle kommt oder in ein paar Jahren der nächste Virus durch die Welt jagt,
Das kann ja nicht ein ständiges Auf und Ab sein. Das ist ja dann auch für die Mitarbeiter kaum erträglich. Aber es sind ja noch andere interessante Aussagen gemacht worden. Dass Crews, die im Moment kein Type-Rating haben, vorübergehend sozusagen Check-in oder sonst wo eingesetzt werden sollen. Also die Verzweiflung ist schon groß. Und ja, vielleicht, ich will mal ein bisschen übertreiben, steht man demnächst beim Frankfurt beim Check-in und Carsten Spohr nimmt einem die Koffer ab. Keine Ahnung. Also man will ja sozusagen alle, die irgendwie Zeit erübrigen können, quasi mit in den Flugbetrieb oder in den operativen Betrieb mit reinnehmen. Und ich will das auch gar nicht zu sehr durch den Kakao ziehen. Ich finde, die Maßnahmen, da wurden ja auch angekündigt, dass man jetzt alle 48 Stunden sozusagen sich mit seiner Art Taskforce zusammensetzt. Das ist ja durchaus in Ordnung. Also man versucht das Chaos ja in irgendeiner Art und Weise in den Griff zu bekommen. Und ich finde, der Ansatz ist ja durchaus lobenswert, oder? Ja, also man muss das jetzt nicht lächerlich machen, wie wir das vielleicht hier gerade machen. Es ist schon so, dass man bei Lufthansa verstanden hat und man sieht ja auch, ja, dass die Operation läuft. Heute ja auch im Forum, wo Leute gesagt haben, das Thema ist entspannt, zum Geld zu kommen, liegt natürlich auch daran, weil Lufthansa reagiert hat. Also insofern, da ist natürlich jetzt viel los und bringt dann auch in die Perspektive, wie Carsten Spohr gesagt hat, dass man erst mit 2023 weiterrechnet, dass es zu Normalzuständen kommt. Ja. Was zu einem Normalzustand ist, ist ja, dass die Lufthansa Flugzeuge braucht und Flugzeuge gekauft hat. Die haben ja die Philippine Airlines geleased, die 350er. Die vierte ist jetzt aus Shenzhen zurück nach Frankfurt gekommen. In Shenzhen ist sie in Lufthansa-Farben lackiert worden. Ja. Das Interieur wird ja wie immer so belassen. Man wird das ein bisschen mit den Accessoires und, wie heißt das so schön, Akzentuierung auf Lufthansa bringen. Also insofern ist das Flugzeug dann auch bald einsatzbereit und geht natürlich auch nach München und wird ja von München aus nach Kanada fliegen. Also überwiegend, ja, denke ja ich mal. Ja, also wer nach Kanada fliegt demnächst, kommt schon in den Genuss eines Gangplatzes, egal wo er sitzt, in der Business Class. Wer aber auf die neue First Class in dem A350er wartet oder auf die neue Business Class, der hat jetzt schlechte Karten. Mario atmet schwer, ostentatives Atmen ist mir ja verboten worden von einem unserer Zuschauer. Oh, dann lasse ich ja das auch mal. Ja, es gibt da zwar keine Studie zu, aber es soll abstoßend wirken, Mario, habe ich mir sagen lassen. Dann putze ich währenddessen meine Brille, bevor ich schwer atme oder sowas, als Alternative. Ja. Mario putzt die Brille, aka atmet schwer, ostentatives Atmen. Ja. Naja, auf jeden Fall sollten ja im Sommer 2023 die A350er kommen, 10 Stück an der Zahl, also anfangen zu kommen, nagelneue für Lufthansa gebaut von Airbus. Aber da gibt es anscheinend so ein bisschen, nennen wir es mal, Schwierigkeiten. Warum? Ganz einfach, weiß man nicht genau. Die First Class, die ja da auch eine Tür haben sollte, was bei vielen Fluggesellschaften, übrigens in der Business Class, schon übrigens der Fall ist. Nur so als Hinweis. Es ist halt einfach so, dass die verspätet kommen. Wer auf die neue Business Class hofft, muss darauf hoffen, dass die Boeing Dreamliner diesen Sommer kommen. Wie lange ist eigentlich Sommer jedes Jahr, Mario? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, eine Definitionssache. Auf jeden Fall zieht sich der Sommer ja zumindest rein kalendarisch bis zum 30. September. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Insofern, ja, schauen wir einfach mal. Also hast du Optimismus, dass Boeing eher als Airbus ausliefert? Naja, wir sind gespannt. Wir wollen da auch jetzt nicht zu sehr unken. Habe ich Löcher in den Händen, wächst mir Gras aus den Taschen? Manchmal schon. Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es mittlerweile schon sehr schade, was da passiert. Ja. Also ich tendiere dazu zu sagen, dass ich eher gerade im Moment Mitleid habe mit Boeing. Ja. Ist halt so, wenn man am Boden liegt, dann sollte man auch da nicht nochmal drauf treten. Deshalb, 737 Max hatte ich ja schon erzählt, in der 10er-Variante, auch auf der Kippe. Also
Übrigens habe ich irgendwie 737 Max 7 gesagt, weiß ich auch gar nicht, es gibt die gar nicht. Das war die 737 Max 8, die ich meinte. Also das nur noch als Klarstellung. Manchmal habe ich halt so viel Redefluss und dann, naja, nichtsdestotrotz. Lufthansa, Fanhansa. Wer von euch Fanhansa hört, weiß, worum es geht. Es geht um den Deutschen Fußballbund. Der ist ja irgendwie der Lufthansa abtrünnig geworden. Zwar nicht der Gruppe immer, man ist ja mit Eurowings mal geflogen, auch mit der Auer irgendwie. Ja. Und man hat hier auch eine Kooperation über viele, viele Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, nur mit der Lufthansa zu fliegen. Man hat also die DFB-Mitglieder da hingeflogen, wo sie hin mussten. Man hat ja Sonderflüge gemacht. Und ich glaube, der letzte war von Nürnberg nach Italien, ne? Mit einem, das kann sein, ja. Ja. Und dann gibt es ja auch einmal diese, ja, die EM 2021 ist dann mit der litauischen Classjet gemacht worden. Die DFB war halt auch wirklich auch mit der Condor unterwegs, ne? Also nichts gegen Condor. Aber jetzt ist es wohl so, dass beide ein gegenseitiges Techtelmechtel wollen, sollte man das so sagen. Und man möchte sich wieder sehr lieb haben. Man möchte sich sehr lieb haben. Und 2022 läuft der Vertrag zwar aus, aber beide Parteien führen Gespräche über eine Verlängerung. Und man möchte halt Lufthansa als offizielle Airline bleiben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Vertrag ja jetzt nicht so langfristig ist, dass das irgendwie so eine Ad-hoc-Geschichte war. Aber Mario, findest du nicht auch, dass der deutsche Flag-Carrier der Carrier der deutschen Fußballnationalmannschaft sein sollte? Sollte er eigentlich sein. Er war er ja auch mal und vielleicht ist das ja ein gutes Omen. 2014 war die Lufthansa ja auch schon die Fanhansa und da sind wir immerhin Weltmeister geworden. Insofern sollte das weitergemacht werden. Also zumindest mit einer deutschen Fluglinie, also dass die mit den Litauern geflogen sind. Nichts gegen die Litauer, aber irgendwie ist das dann auch etwas merkwürdig. Und da die Auswahl an deutschen Fluggesellschaften, zumindest die, die auch etwas größere Flugzeuge haben, um nicht nur die Mannschaft, sondern auch den ganzen Stab dabei zu haben, doch sehr begrenzt ist, haben wir ja eigentlich nur noch Condor und Lufthansa, nachdem die Air Berlin nicht mehr unter uns weilt, ja, muss es meines Erachtens zwingend die Lufthansa sein. Und außerdem das neue Condor-Outfit passt ja auch trikotmäßig überhaupt gar nicht zu unseren Nationaltrikots. Ja, ja, schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, die Lufthansa ist der natürliche Partner des DFB. Der natürliche Partner der Premium Economy war lange Zeit zumindest nicht die Swiss. Die Swiss hatte sich ja auch irgendwie geweigert, Premium Economy einzubauen. Warum? Ganz einfach, weil man ja ein Premium Airline ist und dann hat man so einen Quatsch nicht. Aber da man... Ja, ist doch so. Ja, ich habe viele Sachen gelesen, wo Leute gesagt haben, Premium Economy wäre bei der Lufthansa-Gruppe nicht so hübsch. Warum? Der Sitz ist zwar besser oder... vermeintlich besser. Also ich denke, er ist viel besser, nur das, um mal unter uns gesagt zu haben. Und das Nächste ist, und das muss man ja auch mal inhalieren, wäre dann das Essen aus der Economy Class. Aber nun gut, ob das jetzt so ist oder nicht und ob es am Anfang keinen Sekt gab, der versprochen worden ist, ich weiß es nicht. Also ich finde halt einfach, der Sitz lohnt sich. Und wenn man ehrlich ist, ist ja das, was wir jetzt als Premium Economy kennen, früher, wo du angefangen bist mit der Fliegerei. Ja, so nach dem Krieg, genau. Ja, war das ja eigentlich die Standardbestuhlung. Und als letzte Airline hat nun halt die Swiss in der Lufthansa Group die Premium Economy eingebaut. Die komplette 777-300er Flotte hat in diesen 12 Flugzeugen, die sie in der 777-300er ER haben, 24 Stück Premium Economy Sitze eingebaut. Und Ziele sind Miami von Zürich aus, Los Angeles, San Francisco, Sao Paulo und logischerweise Singapur. Eins meiner Lieblingsziele. Und, aber wer mit dem 330er, 300er oder 340, 300er fliegt, da weiß man es nicht genau, wann die da reinkommen soll. Ganz einfach, weil die 340, 300er ja auch irgendwie, weil sie vier Triebwerke haben, eher auf dem Schafott sind, als da weiter bei der Lufthansa was machen. Der Sitz ist von ZIM. ZIM macht auch die Sitze in der 220. Gibt es sonst noch was zu dem Sitz zu sagen, Mario?
Ja, er ist ja modernisiert, im Gegensatz zu dem Premium Economy Sitzen der Lufthansa. Er ist ja so in einer Schale drin, so dass auch wenn man sich etwas bequemer macht, ja dem Hintermann quasi nicht irgendwie etwas näher kommt, was ich sehr gut finde. Also ich finde, für einen Premium Eco Sitz ist das Ding völlig, völlig in Ordnung. Ich find das sehr gut. Ja, wir hatten ja auch bei der Emirates, hatten wir da in dem Recaro-Sitz gesessen. Das ist ja der alte Sitz der Lufthansa. Ja. Der war ja auch tipptopp, ne? Also, ja, aber da hast du das Problem halt in der Tat, wenn der Vordermann den Sitzwinkel ändert, musst du deinen Monitor anpassen, ja, weil da bei dir sonst was sich ändert. Das ist logischerweise so. Ja, nachdem wir von der Swiss wieder nach Belgien gehen, sind wir bei den Freunden der Brussels. Und Brussels macht wie alle anderen auch die große Storno-Nummer von Flügen, ne Mario? Ja, nachdem Lufthansa ja nun 900 und nochmal über 2000 und jetzt ja wahrscheinlich nochmal ein paar hundert Flüge in nächster Zeit canceln will, sind das bei Brüssel in Anführungsstrichen nur 700, aber Brussel Airlines ist oder Brüssels ist ja auch wesentlich kleiner als die Lufthansa. Insofern sind das prozentual gesehen schon eine ganze Menge. Und dann wird es sicherlich in Brüssel den einen oder anderen Passagier geben, der nicht mitkommt. Und alles in allem ist das doch sehr, sehr bedauerlich mit den vielen Flugstreichungen. Wenn man also alle Flugstreichungen der Lufthansa-Gruppe zusammenzählt, da kommen wir ja auch, denke ich, auf eine ziemlich ordentliche Zahl am Ende. Ne? Ja, bei British Airways waren das ja 10.000 plus X. Ja. Bei Lufthansa sind wir, glaube ich, da auch nicht mehr ganz so weit von. Zumal man hier jetzt zwischen dem 8. und dem 14. Juli da nochmal täglich so 20 Flüge, kam ja auch in dem Video, einfach streichen möchte. Und was mich am meisten, ich will nicht sagen schockiert, aber doch gewundert hat, ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, welcher Flug das ist. Man möchte da einfach flexibel drauf reagieren. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob man als Passagier auch flexibel mal drauf reagieren darf. Nee, ich komme dann doch nicht. Nee, ich fliege dann morgen. Ja, das ist flexibel bin ich einfach dann nicht. Auf jeden Fall, die Flexibilität der Fluggesellschaften ist phänomenal. Deshalb kümmert man sich ja jetzt schon auch um den Winterflugplan. Wie heißt das so schön? Vor dem Sommerflugplan ist nach dem Sommerflugplan. So ist es. Und nach dem Sommerflugplan ist vor dem Winterflugplan. Die Austrian Airlines ist jetzt mit 80 Destinationen am Start von Wien aus. Und man kann jetzt auch zum Beispiel die Nordlichter bestaunen. Das finde ich ja auch immer sehr schön. Dann kann man Keflavik in Island besuchen vom 11. bis zum 25. März. Tromsø in Norwegen Mitte Dezember. Vom 11. Januar. Habe ich Januar gesagt? Was habe ich gesagt? Vom 11. bis 25. März. Das würde sich, glaube ich, nicht lohnen. Ja. Ach, auch das mal. Aber wenn man österreichisch korrekt redet, müsste man, glaube ich, vom Jänner reden. Richtig. So sagt man das da drüben. Auf jeden Fall sind das interessante Ziele, finde ich. Und was ich auch geil finde, ist, wer lieber in die Wüstensonne fliegt, da bietet sich die Perle des Südens an. Was ist denn die Perle des Südens, Mario? Marrakesch. Marrakesch ist die Perle des Südens. Die Perle des Südens. Gib dem Ding nur einen Namen, gib dem Kind nur einen Namen und alles wird gut, ja. Ja, was ja, müssen wir noch mal zu Goslar noch mal uns ausdenken. Wie ist ein Goslar-Spruch? Na, Goslar gilt gemeinhin als das Rom des Nordens. Weil tatsächlich im Mittelalter die Dichte der Kirchen derart hoch war, dass tatsächlich nur in wenigen Metropolen zur damaligen Zeit mehr Kirchen gestanden haben. Also das Rom des Nordens. Da finde ich eigentlich Aachen besser, weil Aachen hat die höchste Kneipendichte Deutschlands pro Kopf. Aber jeder hat halt so seine wichtigen Punkte. Weitere Ziele gibt es natürlich dann auch. Neapel, Valencia, Florenz und die werden halt auch im Winter angeflogen, obwohl sie auch schon im Sommer angeflogen worden sind. Dann gibt es neue Langstrecken. Dazu sagt man dann einfach nur Hola Mexico.
Und New York, Washington, Chicago werden auch angeflogen. Cancun, logischerweise. Sonst hätte ich das Holla ja gar nicht sagen dürfen. Nee. Haben wir sonst noch irgendwelche Ziele, die noch geflogen werden? Hat der Herr Tress noch irgendwas gesagt? Ich glaube, man wird auch nach Male und den Malediven fliegen. Nach den Malediven? Nach den Malediven. Auf jeden Fall sagt der Herr Tressel, dass die Buchungslage im Sommer reichlich Rückenwind gegeben hat. Die große Nachfrage nach Urlaubsflügen setzt sich auch im Herbst und Winter fort. Und hier siehst du, Mario, deshalb wissen die Fluggesellschaften, was ja passiert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Winter jetzt einfach mal kommt. Und da können wir dem lustigen Tressel mal sagen, hey, na, Abfahrt. Kommen die alle her. Ja, wo tut weh? Wo es weh tut bei der Eurowings, kann man ja auch, wenn man dem Jens Bischoff zuhört, ja, feststellen, das sind die Spritpreise. Bei dem ist halt jetzt das Problem, dass er sagt, wir haben 100 Millionen, die uns das Ganze kostet. Und also nur als Preiserhöhung. Das ist natürlich krass. Und deshalb sagt er, dass er die Preise, die er ja schon um 10% erhöht hat, im Vergleich zu 2019 nochmal um 10% erhöht. Und dann stelle ich mir einfach mal so die Frage unter uns Hausfrauen, was ist denn daran Low-Cost? Also ist das noch ein Low-Cost-Carrier? Das macht doch keinen Sinn. Also nicht so wirklich, ne? Also diese dauernden Erhöhungen, die mögen ja gerechtfertigt sein, aber wenn man sich manche Buchungen oder Buchungsstrecken anguckt, die unterscheiden sich ja preislich kaum von der Lufthansa, die auf ähnlichen Strecken genommen werden. Also so richtig günstig ist das nicht zwingend. Ne? Ja, vor allem, was ich auch spannend finde, ist, dass man sich bei der Konkurrenz abarbeitet und da einfach sagt, dass die Konkurrenz ein falsches Bild der Branche abzeichnen würde, weil man einfach die Komplexität des Luftverkehrs unterschätzt, wenn man halt einfach nur mit Ryanair fliegt oder sowas. Aber irgendwie hat Ryanair ja wirklich ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Und Ryanair hat halt nicht das Problem, dass Personal fehlt. Also die haben, wie das im Englischen so heißt, ihr Shit together. Ne? Also das ist... Ja. Wir beide sind ja nun überhaupt keine Ryanair-Fans, aber zumindest funktioniert das Geschäftsmodell ja. Ja, muss man das jetzt so sehen, dass die Preise von der Fluggesellschaft jeden Monat steigen? Ist das jetzt wie bei Lebensmitteln, die Butter oder sowas, die wird halt teurer, das ist halt einfach so? Tja. Oder sollten wir da ganz einfach sagen, naja, schade eigentlich, billiges Fliegen war gestern. Möglich. Ja, müssen es abwarten. Es wird sicherlich ja auch mal der Zeitpunkt kommen, aber der ist sicherlich noch später als 2023. Da hoffen wir ja, dass sich überhaupt erstmal alles wieder mit dem Fliegen so einpendelt. Aber wenn dann endgültig genug Maschinen wieder vorhanden sind, genug Personal vorhanden sind, die jeweiligen Fluggesellschaften auch auf den Langstreckenverbindungen, auch die Mitbewerber von Lufthansa wieder reichlich Flugzeuge einsetzen und es wiederum zu einem gewissen Konkurrenzkampf kommt, oder einem Wettbewerb kommt, dann mag es sein, dass sich die Preise wieder etwas nach unten einpendeln. Aber mit Sicherheit werden sie nicht richtig in den Keller gehen. Davon bin ich relativ fest überzeugt. Und dann muss es am Ende wieder so sein, dass man Herrn Corsten zitieren muss, Fliegen ist kein Menschenrecht, sondern ein Privileg. Und insofern ist das dann halt so, ne? So ist das. Aber wir machen für euch natürlich nichts unversucht und lassen nichts unversucht, für euch Preise zu finden. Wir haben jetzt auch einen Dealzone-Deal, allerdings ein bisschen in eine andere Richtung. Normalerweise geht es ja immer von Prag irgendwo hin, wenn es billig ist. Diesmal geht es aber von Seoul, vom Incheon nach Prag in der Business Class mit der Lufthansa. Gibt keine Restriktionen. Verfügbarkeit ist so ungefähr ab November 2022, Buchungsklasse ist P wie Paula. Die Fairbase, und das ist eigentlich das, was das Spannende an der Geschichte ist, ist halt relativ niedrig, ist bei 1140 US-Dollar. Mit Steuern sind wir irgendwie so bei 1700 Dollar. Wie viel ist das in Euro, Mario? Kannst du das eben mal überschlagsmäßig im Kopf machen? Wissen wir das? Oder ist das mittlerweile schon 1 zu 1?
1:1, also nichts ist leichter als das im Moment. Ja. Und dann Minimumaufenthalt sind 6 Tage, Maximum sind 12 Monate. Es sind 2 Stopover in jede Richtung gestattet, bei 75 Euro das Stück kosten. Wenn ihr das Ganze stornieren wollt, 250 Euro kostet das, wenn ihr changen wollt. Es ist natürlich so, dass Änderungen erlaubt sind, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, Fare Difference. Das heißt also, wenn ihr das Ticket bucht, da gibt es natürlich dann auch, dass ihr Differenz zahlen müsst. Wer sich das Ganze gut schreiben lassen will, bei Lufthansa Miles & More, 12.092 Meilen gibt es auch bei der SAS. Aber es gibt bei der SAS keinen Executive Bonus und es gibt bei der SAS auch nicht die 50% sagen. 50%. Wenn ich jetzt wieder das 1,5-fache sage, dann wäre es ja wieder falsch. Ich werde auch beim nächsten Stammtisch einen Mathekurs machen, hatte ich auch versprochen einem unserer Zuschauer. Aber ihr merkt, es fruchtet, also ich bin lernfähig. Also insofern, ich hoffe, ihr habt auch heute was gelernt. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff bei der heutigen Folge. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, kommentieren, Glocke anzumachen, zu liken, abonnieren, kombinieren, was weiß ich. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle, bevor wir noch zu viel mit Ihren machen. Alles klar, tschüss, schönen Sonntag noch. Tschüss. Jo, tschüss.